Ja, Dankeschön Ihnen und auch Dankeschön allen anderen. Und ich möchte jetzt für mich das Fazit ziehen aus dieser Diskussion, aus der Diskussion davor, aus den Fragen der Finanzpolitik und aus der Fragen des Stadtvortrags von Mujib Latif, der ja doch diesen ganz großen Bogen auch aufgezogen hat. Und bei allem, was ich jetzt heute gehört habe, war doch immer wieder auch das Thema der Fläche da. Wir hatten die Flächenkonkurrenz auf den unterschiedlichen Kontinenten besprochen. Wir haben immer wieder auch darüber gesprochen, warum denn wir jetzt in China produzieren, warum wir hier unsere Lebensmittel teilweise selber produzieren, aber auch teilweise importieren und exportieren. Immer wieder war die Fläche das große Thema. Und wenn ich mal eine neue Zahl noch mit reinbringe, dann möchte ich das einmal über die Fläche tun. Wir wissen ja, wie viel Einwohner welcher Staat hat und was von diesen Einwohnern auch bewirkt wird. Wir wissen zum Beispiel, dass Europa, also der Kontinent Europa, 740 Millionen Einwohner hat oder die EU knapp 450 Einwohner. Wir wissen auch, dass die USA 330 Millionen Einwohner hat und dass China 1,4 Milliarden Einwohner hat und dass Russland 144 Millionen Einwohner hat. Aber wissen wir auch, auf wie viel Flächen wir unsere Energie produzieren müssen, unsere Lebensmittel produzieren müssen? Das ist auf der Weltkarte, die wir uns in Deutschland immer anschauen, etwas verzerrt. Es sei denn, wir schauen es auf dem Globus an, denn sowohl Europa hat 10 Millionen Quadratkilometer, aber auch die USA hat 10 Millionen Quadratkilometer und China, das man oftmals so von den verzerrten Landkarten sich gar nicht so vorstellen kann, hat die gleiche Größe. Und die Anzahl der Einwohner ist eben doch deutlich unterschiedlich. Und deswegen ist das Landgrabbing, das wir weltweit immer mehr feststellen können, also der Flächen Abnahme und Inanspruchnahme und das Wegnehmen der Inanspruchnahme der Fläche auch in anderen Staaten entsprechend groß. Und wenn es uns gelingt, diese Mehrfachnutzung der Flächen hinzubekommen, Herr Latif hat es am Anfang gesagt und Frau Tabisser, Herr Gehrig hat es auch gesagt, wir müssen unsere Flächen, die wir haben, die eben durch den Klimawandel nicht allzu stark beeinflusst sind und weiterhin landwirtschaftlich für die Energiewende genutzt werden können, für das Wohnen genutzt werden kann, für die Industrie natürlich genutzt werden kann, die so untereinander und gegeneinander abzuwägen, diese Ansprüche, dann wird es uns gelingen, auch klimafreundlich Industrie hinzubekommen, die Energieproduktion natürlich zu ermöglichen und auch die Lebensmittelproduktion. Der ökologische Landbau, der angesprochen wurde, braucht etwas mehr Fläche bisher. Durch die Unterstützung der Digitalisierung durch die Sensoren. Es gibt nirgends mehr selbstfahrende Fahrzeuge wie in der Landwirtschaft. Durch diese Unterstützung wird es uns, so mein Eindruck, sehr wohl gelingen, dass wir dort eine bessere Lebensmittelproduktion bekommen, ohne den Einsatz oder mit ganz wenig Einsatz von Herbiziden und auch ganz wenig zusätzliche Düngung oder natürlich auch zusätzliche Bewässerung. Das kann uns hier in unseren Breitengraden ganz gut gelingen, auch bei einem noch stärker werdenden Klimawandel. Aber das wird uns an anderen Stellen eben nicht so gut gelingen, in Regionen, die stärker vom Klimawandel betroffen sind, durch den ansteigenden Meeresspiegel, aber auch durch das Starkregenvorkommen und auch durch die entsprechenden Einflüsse des Klimawandels auf die Vegetation. Wir haben heute sehr viel gehört und es ist fast zu schade, jetzt schon Schluss zu machen, aber es ist notwendig. Sie dürfen dann alle diese Aufzeichnungen weitergeben, den Link weiterschicken und Sie dürfen auch bei unserem nächsten Symposium beim Center of Applied European Studies dabei sein. Ich darf mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bedanken. Bedanken bei allen Rednern, die aus ihrer Sicht, und das waren sehr unterschiedliche Sichten, alle doch immer ein Ziel hatten, dass wir den Klimaschutz
vorantreiben, den Green Deal unterstützen. Das war auf ganzer Breite vorhanden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei meiner Co-Moderatorin, bei Frau Immich. Alle, die mich kennen, wissen, dass das mein schlechtes Gedächtnis ist, das Namensgedächtnis von HR Info. Danke auch, dass uns HR Info immer so gut unterstützt, denn die Verbreitung des Wissens geht über unsere Kommunikationskanäle und das ist eines. Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön auch an das Team, das uns unterstützt hat im Hintergrund. Herr Friedmann als geschäftsführender Direktor hat es am Anfang gesagt, ich möchte es am Ende wiederholen. Danke an das CIS-Team hier drüben, dass Sie diese Veranstaltung, die wir mehrfach umplanen mussten, trotzdem oder gerade deswegen so gut hinbekommen haben. Die vielen Teilnehmer haben es gezeigt. Danke, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Schöne Grüße aus der Frankfurt University of Applied Science. Dankeschön.